Moin Moin, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ich stehe hier immer noch in der Naturzone, den Wonnewiesen, glaube ich, heißt der Ort hier. Einmal auf die Karte gucken, um sicher zu gehen. Genau, die Wonnewiesen. Hier gibt es einen Zutatenverkäufer anscheinend. Und hier gibt es mehrere Orte, die gucke ich mir jetzt alle mal an, bevor ich jetzt hier zu Engine City gehe, mein nächsten Ziel. Ich meine, ich habe jetzt bis jetzt hier nur da die Wiese gesehen. Da hinten ist ein Giflo, oder? Das gucke ich mir mal direkt an, was da hinten ist. Quadribi, cool. Naja, im Trailer wurden die Naturzonen ja mit, wurde ja gesagt, dass es zu verschiedenen Uhrzeiten, Jahreszeiten, Wetterlagen immer andere Pokémon kommen. Deswegen werde ich jetzt hier nicht ewig warten, bis ich dieses Pokémon gefangen habe, das ich hier finden werde. Oder finden kann. Zumal ja auch viele alte Pokémon kommen. Eben nicht aus der 8. Generation. Nochmal Lockduft, okay. Juckt mich null. Jetzt fange ich das Vieh einfach. Quadribi wurde gefangen, jawohl. Wisst ihr, wie ich das jetzt nenne? Allein schon wegen Yooka-Laylee. Passt auf. Halt euch fest. Oh, Sensekt entwickelt sich. Jetzt bin ich gespannt. Gebe ich den gleichen Spitznamen. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Käfer? Kera da entwickelt. Boah, ich hoffe, das hat noch eine Stufe. Also so schockt mich das Vieh gerade gar nicht. Das ist ja mega hässlich. Radarkuppel-Pokémon. Obwohl es sich fast nie bewegt, ist es am Leben. So ein Psychokräfte in ihm erwacht sein, als es ohne Nahrung in seinem Panzer ausharrte. Wobei ein Käfer-Psycho-Pokémon ist eigentlich sogar ganz geil, finde ich. Deflektor, jawohl. Lichtschild, geil. Und Konfusion, boah, Junge. Tickt ja völlig aus. Jetzt war Dribi, ein kleines Bienen-Pokémon. Dieses Trio ist immer zusammen, aber jedes von ihnen hat leicht andere Vorlieben, was Blütenhonig angeht. Okay, cool. Naja, das nenne ich jetzt auf jeden Fall wie die Königin aus Yooka-Laylee. Die Bienenkönigin Phoebe mit Doppel-E am Ende. Ich glaube, Phoebe wird so geschrieben, ja. Aber guck in die PC-Box. Ich habe gerade überlegt, ob ich das nicht einfach mitnehme anstatt Sensekt. Aber ich finde die Typen-Kombi Käfer Psycho eigentlich gar nicht so scheiße. Ehrlich nicht. Skoppel habe ich noch nicht gefangen. Lebensstelle scheiße. Genauigkeit sinkt, ja, war klar. Nee, 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 nee. Das macht mir zu wenig Schaden. Guck ich mir das Vieh doch jetzt mal an hier, das neue Pokémon Kera da. Die Punkte leuchten sogar, das ist gar nicht so übel, aber ist trotzdem hässlich. Das Tiefer fehlt, willst du mich jetzt verarschen? Ich weiß, die Genauigkeit ist gesunken, aber trotzdem, ey. Jetzt triff. Geht doch. Bleib drin, komm. Yes. Skoppel aus der 6. Generation, glaube ich. XY auf jeden Fall, ja. So, da steigen die Level wieder. Lotta erlernt bis. Mauzi-Reich Level 10. Erlernt eine Attacke? Nein. In diesem Fall nicht. Mit den Ohren Schaufel des Löchers. Braucht nur eine Nacht, um einen 10 Meter tiefen Bauch zu graben. Krass.
C-Box, Stößi, kriegst auch keinen Spitznamen. Fällt mir gerade keiner ein. Was ist denn das da für eine Blüte? Wer ist er denn hier? Erfüllst eine Notiz. In der Naturzone kannst du über den rechten Stick die Kamera bewegen. Ja, toll, das hätte ich aber auch mal eher wissen können. Oder erfahren können. Drückst du den rechten Stick, kannst du dein Blickfeld erweitern. Drückst du die L-Taste, schaust du geradeaus. Ah, cool. Hallöchen, ich hätte hier etwas. Hier was Seltenes, das ich in der Naturzone gefunden habe. Kostet es mir 100 Watt ab? Ich habe kein Watt. Du hast ja gar nicht genug Watt. Versuche die Pokémon-Liste, aus denen rotes Licht austritt, um mehr Watt zu sammeln. Das ist so ein Nest hier auch, ne? Weil hier sind ja nur Wadribi und Skoppel. Dann gehe ich jetzt hier mal zu dem Nest. Tausche mal eben das Pokémon aus, weil das sind ja bestimmt diese Düner Raids. Und ich wollte jetzt eh, ein Pokémon zeigen. Nee, ich wollte nicht die Box aufrufen. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft, wenn ich jetzt Mauti an erster Stelle setze. Oh, ein Pampros. Aber das greife ich mal nicht an. Pokémon-Nester. In der Naturzone findet man viele Pokémon-Nester, aus denen ein Lichtsäule in den Himmel aufsteigt. Wenn du ein Nest untersuchst, kannst du entweder allein oder mit drei anderen Trainern gegen das Dynamax-Pokémon, das sich darin verbirgt, antreten. Duell 200 Watt, cool. Dynamax, wenn du ein Dynamax oder Dynamax-Pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Items erkannt hast, die du sonst irgendwo findest. Wilde Dynamax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Darunter feuern sie mehrere Attacken in Folge ab oder greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon stehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit mit den anderen drei Trainern. Okay. Ja, ich kämpfe alleine. Bei diesem Kampf wirst du von anderen Trainern unterstützt, okay. Falls mein erster ist, oder warum? So, auf geht's. Mein erster Dynamax Wait. Ein Svetbo. Auf geht's, Mauzi. Bei Patrick hat sich Dynamax-Energie gesammelt. Wie setze ich die jetzt ein? Ah, Dynamax. Dynawall. Dynamünzring. Ja, dann setze ich Giga-Münzring ein gegen Smitbo. Logisch. So, jetzt bin ich gespannt. So, auf geht's, Mauzi. Da ist es. Das Giga-Dynamax-Mauzi. Dass ich als normal Geschenk kriege bis zum 15. Januar 2020, muss ich dazu sagen, Jahreszahl. Kann ich natürlich auch später gucken, das Video, ne? Dynakinese. Ach, Bruder. Und tschüss. Boah. One-Hit-K.O. Der Boden fühlt sich seltsam an. Bruder von Leander wurde besiegt. Okay, tschüss. Juckt mich nicht. Der Sturm, der im Himmel wütet, nimmt man Stärke zu. Alter, was? Das hat er gar nichts gemacht. Verwirrt, jawohl. Das Mitbewohner wurde verwirrt. Elektronetz. Und Mega-Hieb. Boah. Das ist aber echt ein Brocken. Jetzt passiert. Genauigkeit ist gesunken, ne? So, nochmal Gigabünz wegen kommen. Ist ja auch nicht so, als ob ich eine andere Wahl hätte. Svetbot, die Staatsveränderung sowie die Wirkung von was? Fusion ganz normal. Mega Hieb, ja, das macht aber nicht viel. Das zieht nicht viel ab. Mein Mauzi verwandelt sich auch gleich zurück. Das Pokémon von Leander ist wieder fit genug, um zu kämpfen. Was? Geil. Das wird schon eine andere Nummer. Ist verwirrt? Ach, wurde verwirrt. Komm, greif dich selber an. Ne, scheiße. Macht's nicht. Tschüss, Mauzi. Ja, toll. Ein Volltreffer. Mauzi wurde besiegt, schade.
Boah, aber Dynamax-Kämpfe sind schon, sehen schon optisch geil aus. Ich stimme dem weiteren Stärke zu. Jetzt kann ich nur zugucken, oder wie? Mega-Hieb, und was kommt jetzt für eine Attacke? Gyro-Ball, ja super. Sieht auch nicht viel ab. Ach, ich kann's Pokémon tauschen, oder wie? Nee, kann ich nicht. Ich dachte schon. Anfeuern. Du feuerst die Gruppe an. Ja, ich kann nichts anderes machen. Donnerblitz, geil. Jetzt wollte ich stolz fahren, wie die Wirkung von Fähigkeiten der Pokémon. Kann man gar nicht so schnell lesen, wie das weggeht. Oh, Pikachu hat einen Fokus geholt, ja, würde schon sagen. So, Mauzi ist wieder startklar. Auf geht's. Wir sind wieder im Kampf. Kann ich nochmal Dynamax einsetzen? Nee, schade. Noch zu schön gewesen. Fegenschlange, jawohl. Komm, wir machen das jetzt platt. Elektronitz, jawohl. Mega-Hieb. Und dann Gyro-Ball. Aber das reicht noch nicht, glaube ich. Doch, reicht. Geil, gewonnen. Mit bloß geschwächt, dass die Chance, einen Fangversuch zu starten. Fangen. Pokéball, ja, ich habe nichts anderes. Superball hätte ich. Aber ich will keinen Superball einsetzen jetzt. Junge, der Ball wird aber auch wieder groß. Komm schon, bleib drin. Jawohl. Geil. Smetbow wurde gefangen. Erster Raid, erster Fang. Geil. Geile Sache. Was ist das? Blutsauger TM oder wie? Mini-Pilz, Granabeere, Dynamox-Bonbon, EP-Bonbon S und XS. Extra Small und Small oder wie? Ein Stern-Rate oder wie? Wenn es sehr schnell mit den Flügeln schlägt, setzt es hochgiftigen Flügelstoff frei. Falter-Pokémon. Gebe ich dem Spitznamen? Nö. PC-Box. So, jetzt gehe ich nochmal zu den Watt-Typen zurück. Der stand doch hier irgendwo. Wo ist der hin? Ist der jetzt abgehauen? Toll. Daraus kommt Rabautz. Yo, Rabautz, geil. Lass mal Vogelhieb einsetzen. Das reicht schon wieder, fast. Felsenfest von Rabautz wirkt. Klasse, Rabautz wurde gefangen. Kurve versucht Furienschlag zu erlernen. Ja, was kann einer weg für eine Attacke? Silberblick kann weg. Das Racker-Pokémon strotzt vor Energie. Um stärker zu werden, fordert es seine Gegner immer wieder heraus, auch wenn schon mehrmals verloren hat. Weißt du, wie ich das nenne? Das nenne ich jetzt. Ist das ein Mädchen? Ne, ist ein Junge. Sehr gut. Mike. Mike nenne ich das jetzt. Nenne ich Mile. Mike. PC-Box erstmal. Ich weiß gar nicht, das Bedürfnis, Rabautz zu trainieren. Obwohl. Vielleicht doch. Ey.
Du sollst dich rufen. Ist doch der Typ, oder? Nee, ist ein anderer Typ. Aber ich hole mir mal hier jetzt alles ein paar Mal. Dann kann ich noch mal kochen jetzt, stimmt. So. Jo, morgen weiß ich nicht. Ein Hohnweisel. Greife ich mal das nicht an, ist wahrscheinlich eh zu stark. Ja, sind die Wadribi hier alle? Bei Stars Goppel. Noch ein Hohnweisel. Warte mal, ich habe hier gerade was anderes gehört. Da. Safcon. Auf geht's, Mauzi, du bist dran. Verstehst du halt jetzt nicht, Idiot. So, tschüss, Safcon. Will ich jetzt auch gar nicht fangen. Ich habe ein Smetbo, da kann ich vielleicht mal ein Eier machen. Mit. Ah, nicht, hab ich die Raupi direkt mit. Passt. So, was ich stelle jetzt hier mal mein Camp auf. Poke-Camping. Haben die sich nicht mal verliebt, meine Pokémon? Mal hier eine Pause. Poke-Camping. Beim Poke-Camping kannst du mit deinen Pokémon spielen und mit ihnen essen, um eure Freundschaft zu vertiefen. Wenn du viel mit deinen Pokémon spielst, kann es sein, dass sie sich im Kampf sogar noch mehr für dich ins Zeug legen. Spiele mit deinen Joy-Con-Controllern. Entferne einen Joy-Con vom System und schwinge ihn, um deinem Pokémon einen Ball zuzuwerfen, um den Poké wieder zu schwingen. Bist du bereit im Umgang mit dem Pokewedel, kannst du. Bist du geschickt im Umgang mit dem Pokewedel, kannst du die Aufmerksamkeit der Pokémon erregen. Schlägst du in der Naturzone in dein Pokécamp auf, kannst du dort mit bis zu drei anderen Trainern spielen. Es kommt vor, dass Leute und Pokémon, denen du noch nicht zuvor begegnet bist, dein Camp besuchen. Das ist die perfekte Dingheit für neue Bekanntschaften. Ja, ich bin nicht mit dem Internet verbunden gerade. Ja, ich mach mal eben Joy-Con ab. Menü. Spielzeug. Hä, ich kann auch mit dem Pro-Controller spielen einfach. Komm, Stimpep, komm, mein Kleiner. Komm, hol mal das Bällchen. Hä? Hallo? Didi, komm her. Bring Ball jetzt. Komm, dann kochen wir jetzt. Kochen. Bereit ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Je hochwertiger Lebensmittel sind und je mehr Beeren du ins Essen gibst, desto besser schmeckt es. Nutze den Fächer, um das Feuer zu regulieren, sobald du mit dem Kochen beginnst. Rühre dann alles mit der Schöpfkelle um und gib dabei Acht, dass du nichts verschüttest. Der nötigen Prise Liebe und den perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für deinen Pokémon. Ist das Gericht fertig, heißt es für alle Essen fassen. Die gemeinsame Mahlzeit hat diverse Effekte auf die Pokémon in deinem Camp. Zählt zum Beispiel ihre KP wieder, aber macht sie dir gegenüber zutraulicher. Ich habe noch keine Beeren, oder? Doch, stimmt, ich habe ja drei Beeren. Dann kochen wir jetzt. Kochen. Ach guck mal, Kleptifuchs hat den Ball gebracht. Danke. So, was machen wir denn drauf? Komm, Frikadellen. Würstchen oder Frikadellen? Würstchen. Die Beeren. Ach komm, ich hau alle darauf jetzt hier Arschlecken. Auf geht's.
Könnte vielleicht jetzt richtig eklig werden wegen den drei verschiedenen Beeren, aber... Erstmal das Feuer anfachen, ja. Sieht schon mal gut aus. Rechten Stick. Das glitzert auf jeden Fall schon mal. Das sieht gar nicht so richtig lecker aus. Ich bin mal gespannt gleich. Ach, fuck, zu früh gedrückt. Ich dachte, der Regen geht ein bisschen schneller zu. Nicht vielleicht bis zu sehr von Xenoblade Chronicles geschädigt. Scharfes Würstchen-Curry. Okay. Und Mauzi, schmeckt's dir? Yo, das schmeckt wohl sehr gut. Scharfes Würstchen-Curry. Güteklasse Hokumil. Alle KP wurden wieder extra und zu Statusproblem behoben. Deine Team-Pokémon haben viele Erfahrungspunkte behalten. Deine Team-Pokémon sind etwas zutraulicher und geil. Komm, Mauzi, komm. Spielen wir auch noch ein bisschen. Ja, komm. Mein Kleiner. Magst du nicht? Oh, ey. Frechdachs. Ey, jetzt reicht's aber. Hier, komm, Rundbällchen. Hol den Ball. Ja, fein. Lieb, ganz lieb machst du das. Danke. Zum mal da den Ball, komm. Mauzi, du bist echt geil. Ja, danke. Aber wir verlassen jetzt das Pokécamp, wir gehen jetzt mal ein Stück weiter. So, die EP, jetzt bin ich gar nicht, bin ich gespannt. Boah. Finde ich schon ganz schön viel sogar, wenn ich ehrlich bin. So, was ist denn da hinten noch? Hast du mich das gesehen? Ne, hau ab, bloß. Ein Pandir. Ne, ein Pampam, nicht Pandir. Pampam. Pandir ist ein bisschen anders. Ist auch ein Kampf-Pokémon, muss ich aufpassen jetzt mit Mauzi. Silberblick, okay, das ist in Ordnung. Fangversuch, komm. Imitiert sein großes Vorbild Pandago, wo es nur kann. So nennt es, wie man kämpft und jagt. Das verspielt Pokémon. Aber wie, das war weiblich, schade. Fällt mir kein Spitzname für ein. Obwohl, ach, das kann ich den Namen nicht ändern, na schade. PC-Box erstmal. Jaja Panda hätte ich es nennen, also Jaja hätte ich es nennen können. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, in der Figur aus Crash Bandicoot. Noch ein Pandil. Hier ist die Pandir-Wiese, okay. Safcon? Nee, will ich nicht. Wipfelscheinwald. Was ist das denn? Ein Schallquab. Das sind schon wieder ganz andere Pokémon. Es regnet. Ja, super. Level 15 ist das. Ohne Witz, ich habe noch nicht einmal auf den Level geachtet gerade, ne? Mist. Initiative sinkt, aber
halb so wild. Rasierblatt, komm. Die regelt das schon hier. Oh nee. Verdammt. Setz ich nochmal Tackle ein. Ach, Kratzer. Tackle. Oh nee, nicht super scheu. Komm, Didi, lass mich nicht im Stich. Dämlicher Affe. Sorry, aber. Jawohl, Didi. Versuch's doch mal. Obwohl er nicht so viel gebracht hat. Und nicht so viel wie er hofft, auf jeden Fall. Yes, Schallkorb ist mein. Was Kalkorb im Pokémon Schallkorb? Man sagt, wenn auf Wasseroberflächen schöne Kräuselwellen zu sehen sind, liege das an Schallkorb, die unter Wasser schrill rufen. Kein Spitzname, ab in die Box. Scheiße, hier sind ja noch viel mehr, ey. Ja, ich geh jetzt mal außen rum. Ich habe jetzt eins gefangen, das reicht mir fürs Erste. Hier ist aber auch nichts im Würfelscheinwald, ne? Ach doch, hier leuchtet was. Riesenpilz. Ein großer Söldnerpilzliebhaber dieses Pilzes freuen sich an doch in den Bauch, wenn sie einen finden. Auch Schallquap. Mini-Pilz, okay. Ey, lass mich in Ruhe. Oh, ein Costurso. Duxus-Apfel. Zutat für Poke-Camping-Mahlzeiten. Diese handverlesenen Exemplare sind formschön und glänzen wunderbar. Okay, sind ganz schön viele Äpfel. Noch so viele Raids, die ich machen könnte. Theoretisch. Nur habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Der eine Raid in diesem Video reicht mir auf jeden Fall auch. Wachturmruine. Ein Blatt Schluckraut. Ein Item, das ein Pokémon zum Tragen gegeben werden kann, es hebt einmalig jede negative Statusveränderung auf. Okay. Was kommen hier für Pokémon? Zwierlicht. Geist-Pokémon. Extrem stark, shit. Tschüss. Muss eher das Pokémon wechseln, wenn ich gegen die kämpfen will. Ich würde sagen, ich fange mir die zwei jetzt hier noch oder die drei. Auch extrem stark, hä? Bin ich vielleicht an einem Ort, an dem ich noch gar nicht sein sollte? Nee, dann gehe ich jetzt hier weg. Natürlich kann ich hier einfach entkommen. Kann ich da lang? Ich hoffe doch. Ah, das ist ein Beerenbaum, ne? Oh, verdammt. Ein Frobbel, ja. Turbodreher. Kameradschaft. Was ist das denn für eine Attacke? Angriff sinkt. Ach, stimmt.
Ich muss gestehen, ich habe Frohball in Sonne, Mond nie trainiert. Einmal greife ich noch an. Jetzt versuche ich zu fangen. Jetzt sehe ich den Apfel nenne ich jetzt Siri. Ist ja weiblich. Oh, das hab ich ja vorher weggedrückt, da gehe ich jetzt nochmal rein gleich. Siri erstmal nennen. PC-Box erstmal. Vielen Dank. Doch den Baum hier. Schütteln ihn, ja. Komm. Runter damit mit den ganzen Beeren. Eine Citro-Beere, eine Amrena-Beere und eine Yonago-Beere. Weiter schütteln. Citro-Beere und Amrena-Beere. Zwei Citro-Beeren. Aufhören. Vier Citro-Beeren, zwei Arena-Beeren, eine Yonago-Beere. War cool gemacht, die Naturzone auf jeden Fall. Kann ich da rein? Nee, leider nicht. Toppeleber, geil. Eine Medizin, die ein kampfunfähiges Popo wiederbelebt. Die KP werden vollständig wiederhergestellt. Na gut, ich stehe jetzt hier. Oh, da leuchtet auch noch was. Ein Pokéball. Beleber. Okay. Schiss, Türlicht. Naja, ich stehe jetzt hier an der Ruine hier. Ich würde sagen, an der Stelle ist Schluss mit dem Video. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ja, tschö, tschö.